Servus Leute, heute gibt es mal wieder ein Video zu Capture One und zwar kümmern wir uns heute um die Hautretusche und das Hautabpudern. Ich werde euch mal zeigen, wie ich ein komplettes Porträt in Capture One bearbeite und ja, bei jedem Schritt ein bisschen dazu erklären. Gleich nach dem Intro geht's los. Je länger ich mit Capture One arbeite, desto mehr verlagert sich mein Workflow schon innerhalb des RAW-Converters. Das heißt, ich mache in meiner Arbeit so 90% eigentlich alles in Capture One und dann nur so kleine Feinarbeiten nach Affinity Photo. Und das werden wir hier bei diesem Porträt auch machen, nur werde ich den Part mit Affinity Photo noch weglassen. Dazu, bei der Retusche geht es mir eigentlich immer darum, dass ich das Ganze so natürlich wie möglich halte. Das heißt, ich werde es dann nicht herumfiltern und Frequenztrennung und so weiter anwenden. Das geht sowieso nicht in Capture One. Und auch in Photoshop oder Affinity Photo schaut das bei mir so aus, dass ich meine Bilder immer so aufgebaut habe, dass ich das Originalbild habe und dann wie eine Zwiebel, dass ich die ganzen Ebenen oder meine ganzen Bearbeitungen auf leeren Ebenen oder Einstellungsebenen habe. Und das werde ich jetzt hier auch machen. Das heißt, innerhalb Capture One haben wir ja die Möglichkeit, dass man mehrere Ebenen erstellt. Reparaturebenen, Klonebenen, Luminanzmasken und so weiter. Dazu habe ich natürlich eigene Videos, die blende ich dann am Schluss wieder ein. Und wir starten mal mit einem Plan für dieses Porträt. Dazu nehme ich die Anpassungen her. Und da habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Das heißt, ich habe mit Rot alles markiert, was ich retuschieren muss. Dann werde ich mich bei dem grünen Part um die Augen ein bisschen kümmern, dass ich die Adern wegbekomme und das ganze die ganze Iris ein bisschen mehr zur Geltung kommen lasse. Und dann zum Schluss noch ein bisschen Dodge and Burn bzw. die Hautfarbe noch bearbeiten. Und dann ist das Ganze eigentlich schon gegessen, dann können wir das Bild exportieren. Dazu gehen wir in unserem Belichtungstab, beziehungsweise brauchen wir nicht so wirklich. Ich brauche eigentlich nur mal die Anmerkungen ausblenden, die brauchen wir nicht. Mit der Taste H drücke ich einmal doppelt drauf und habe 100%. Ich brauche aber nur 60%, sonst würde ich Gefahr laufen, dass ich eher zu viel mache. Ja? Das heißt, schaut euch einmal zuerst einmal das Bild an und in der Normalansicht markiert das, was euch gleich auffällt und was euch stört und dann tastet es euch heran. Ich brauche jetzt hier nur eine Quelle aufnehmen und das Ganze wegretuschieren. Sobald ich die Taste Q drücke, dann wird eine Reparaturebene erstellt, wenn ich die nicht vorher schon erstellt habe. Und ich mache das eigentlich in letzter oder häufig eigentlich immer nur so, dass ich mal die Quelle schon vorab einstelle und suche, dass Capture One ein bisschen schneller arbeiten kann und nicht suchen muss, okay, was ist mein Referenzpunkt jetzt da oder was habe ich jetzt da wegretuschiert und rechnet herum, was ich dann weg haben will. In den meisten Fällen müsste ich dann das Ganze neu suchen, neu ausrichten und so weiter und das erspare ich mir mit diesem Schritt eigentlich schon. Das heißt, immer in der Nähe ein bisschen einen Punkt suchen und dann drüber malen. Bei der Retusche generell würde ich euch immer empfehlen, ein Grafiktablet zu verwenden. Das erleichtert das Ganze ungemein. Man braucht nicht herumklicken. Wenn man das Ganze dann länger macht, dann schmerzen die Hände nicht so sehr und das geht flüssiger von der Hand eigentlich. So, wir arbeiten dann Punkt für Punkt durch, schauen uns da an, okay, was können wir wegmachen. Ich habe meine Pinseleinstellungen im Übrigen so gewählt, dass ich die Härte auf 0 habe, Deckkraft und Fluss komplett. Airbrush brauche ich jetzt eigentlich nicht.
und dass die Pinsel verknüpft sind. Ja? Das heißt, und ich könnte mir jetzt auch ausblenden, die Pfeile, weil ich die nicht unbedingt brauche oder wenn ich was korrigieren will, ist das eigentlich ganz gut, dass ich gleich weiß, okay, welcher Pinsel war das, den ich da angewandt habe, und dann kann ich das Ganze sehr gut korrigieren. Gut, die Stirn hätten wir schon fast einmal. Gehen da jetzt da Punkt für Punkt durch. Da haben wir, manchmal sind das keine Pickel mehr, sondern das ist der Dreck, den die Schnecken da im Gesicht hinterlassen haben. Und ja, blöde Geschichte, aber können wir ja gut wegretuschieren, das Ganze. So. Dann habe ich hier noch was. Und hier genauso. Und so taste ich mich über das komplette Gesicht heran. Ich fange meistens eigentlich immer bei der Stirn an und gehe dann runter bis zum Kinn. Wenn ich das Ganze habe, dann habe ich schon viel getan. Und ich finde das cool, dass das jetzt da in Capture One schon geht, weil vorher war das eben so mit einer Änderung, eine Anpassungsebene, nächste Änderung und so weiter. Und das Ganze hat sich dann immer mehr aufgeblasen und auch Capture One wird dann irgendwann einmal träger. Das heißt, ich habe dann eigentlich immer nur so kleine Parts gemacht und den Rest dann in Photoshop gemacht. Und ja, wenn das Ganze jetzt schon geht und es geht auch ziemlich flüssig, muss ich sagen, dann kann ich da schon viel besser arbeiten. Und ich erspare mir das Ganze, weil, also ich büße keine Qualität ein, ich habe das Ganze schon in der RAW-Ebene und kann da mir sehr viel Zeit ersparen auch nachher. Ich meine, ich muss jetzt ja nicht jedes Bild so extrem bearbeiten. Wenn ich mehrere Bilder habe, dann zoome ich auch gar nicht mehr so stark hinein. Mache ich nur das, was ich so auf 0% Ansicht sehe. Und das war's dann. Weil ich sage, den wenigsten zoomen bei irgendeinem Bild auf Facebook, Instagram oder auch so in Magazinen irgendwie rein und kontrolliert, ob da irgendwas falsch retuschiert worden ist. Ich mache es nicht. Also ich sage mal, wäre mir zu mühsam. Ich schaue mal ein Bild in der Gesamtbetrachtung an und gehe da jetzt dann nicht bei jedem Bild auf 100% Ansicht rein. Interessiert mich nicht. So. Ich gehe nochmal raus und dann blenden wir mal die ganze Ebene mal aus. Dann sieht man auch schon, dass da eigentlich schon sehr viel gemacht ist. Jetzt blenden wir das Ganze wieder ein und gehen da wieder auf unsere 60%. Machen wir 50. Gut, gehen da wieder rein. Und jetzt seht ihr da zum Beispiel einen Unterschied, wenn ich da herummal, wie verzögert Capture One dann teilweise arbeitet, dass er einen Referenzpunkt findet. Wenn ich das Ganze aber, und da muss ich zum Beispiel korrigieren, das heißt, als gut gemeinter Tipp, Alt-Taste drücken, Punkt auswählen und das geht viel schneller. Aber wir wollen ja, also wir wollen ja Zeit sparen und nicht da ewig herumsitzen. Ich meine, macht auch Spaß, aber es ist lähmend auf Dauer. Und ich möchte mir eigentlich nicht
stundenlang jedes Mal das Sitzen für ein Bild. Sonst wird man nie fertig. So, da. Haben wir dann auch was vergessen? Ja, da. Den Schmarrfoto weg. So. Und da werde ich das auch wegmachen. Gut. Das ist der Haardrücken, ein bisschen runterziehen. Was haben wir da noch über? Bei der Lippe haben wir hier noch was. So. Hier. Hier. Und wir hätten es dann gleich. So. Ich konzentriere mich heute nur aufs Gesicht. So. Oder haben wir dann noch was, was wir brauchen? Ah, hier. Ein bisschen größer machen. So. So. Noch weg. Gut, sieht witzig aus mit diesen ganzen Kreisen und mit diesen Pfeilen, aber Capture One hat da schon sehr gut gearbeitet und wir haben da reine Haut. Diese paar Härchen oder so, das lasse ich jetzt da weg. So, ich mache jetzt dann noch eine Reparaturebene. Und jetzt kümmere ich mich hier um diese Augenringe. So. Ziehen wir das Ganze so rüber. Zurückpinseln. Und mache das Ganze hier auch. Ziehen wir das auch so auf den Bereich. Mit der Taste E können wir da wegradieren einen Teil wieder. So. Und ein bisschen die Deckkraft wieder reduzieren. Passt. Ich sehe da gerade, ich muss bei der Nase noch, bei den Nasenrücken hier noch was machen. Deswegen machen wir noch eine Ebene. So. Geht aber nicht ganz hin. Und hier auch. Gut. Als nächstes kümmern wir uns um die Augen. Das heißt, wir scrollen da zu den Augen hin. Hoppla. Was entdeckt noch? So. Jetzt ist es weg. Gut, was ich jetzt dann machen möchte, ich möchte diese Adern hier weg haben. Das heißt, ich mache mir eine neue Ebene, drücke die Taste B für den normalen Pinsel und mal mal das Augenweiß mal an. So, das mache ich jetzt hier auch so. Ja, es wird automatisch berechnet. So. Spannen uns die Iris hier aus. Und gehen hier auf die andere Seite rüber und dann machen wir dasselbe. So. Gut.
gut. Ich schaue dann immer eigentlich, dass ich dann so halbwegs die Bereiche drin habe. Da habe ich auch noch was gesehen. So. Gut. Jetzt kümmern wir uns wirklich um die Augen. Also, so feinfühlig arbeiten ist nicht ganz so leicht, dass wir die ganzen Augen weg, also die ganzen Adern hier wegbekommen. Aber man kann sich hier ein bisschen helfen, indem man das Klarheit-Tool hernimmt. Und hier können wir dann mit den Reglern, das Klarheit-Tool regelt ja unsere Mittelkontraste, da können wir das Ganze ins Minus ziehen. Das sieht man schon, dass sich da ein bisschen was tut. Und jetzt kommt es mit den Strukturregler. Ziehen wir uns das Ganze auch ein bisschen zurück, soweit es geht. So. Und wenn man das Ganze jetzt da vergleicht, dann hat man hier eben schon viel weniger, schaut ein bisschen klarer aus. Und nachdem ich da ein bisschen ein Monk bin, mache ich jetzt da Retusche Augen. Ja. Hoppala. Falsch. Ich mache mal noch eine Reparaturebene. Augenretusche. Und jetzt gehe ich da auch her. Jetzt muss ich aber ein bisschen weiter reinzoomen, damit ich da nicht vorbeimale. Und das kann ich jetzt hier ganz easy nacharbeiten. So, da werde ich jetzt dann noch ein bisschen rein. Gut. Und kümmern wir uns um das andere Auge. Hier. Hier. Pinsel ein bisschen verkleinern. So. Gut. Gehen wir mal raus, beziehungsweise so, damit ihr auch besser am Bildschirm seht. Gut. Vorher, nachher. Und auch beim Augenweiß. Vorher, nachher. Wenn das Ganze jetzt ein bisschen rausgeht, schaut das schon viel besser aus. Gut, kümmern wir uns jetzt einmal um die Augeniris. Wir gehen da jetzt da rein. So. Gehen da rein und malen uns die Stellen bei der Iris an. Und gehen da jetzt auch noch rüber. Und machen hier dasselbe. So. Stimmen das Ganze in die Mitte. Blend mit der Taste eben das Ganze aus. Und jetzt da erhöhen wir hier den Mittelkontrast. Ja, nicht so viel, weil ich habe da jetzt da meine Blitze im Bild und das wird dann störend wirken. Und hier seht ihr mich. Und da haben wir jetzt da auch wieder was erledigt. Ja. Nachher. Bei dem würde ich das ja auch ein bisschen zurücksetzen. Gut, als nächstes kümmern wir uns um die Haut. Da machen wir eine gefüllte Anpassungsebene. Die nennen wir jetzt einfach Haut. Dazu Maske einblenden. Mit dem Luminanzbereich können wir jetzt hier auch schnell unsere Maske zeichnen. Bis wir die Haut komplett haben und den Hintergrund ausgespart. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist eben die Schnecken aus
rausspannt und die Haare, die möchte ich jetzt nicht dabei haben. Dazu mache ich meinen Pinsel größer. So. Hier. Und gehe dann nochmal rein und mache den Pinsel kleiner und nehme die Schnecken auch weg da. Weil da möchte ich jetzt nichts bearbeiten. So. Je genauer ihr arbeitet, desto leichter tut es euch nachher. So. Gut. Was ich jetzt machen möchte, ist ein bisschen bei der Haut auch an Struktur rausnehmen. Das machen wir dasselbe wie bei den Augen, aber nicht zu viel. Nur ganz leicht. So. Wenn ihr da zu viel macht, dann schaut das nämlich gleich plastikleitig aus. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Das wäre genau das Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe. So natürlich wie möglich. Passt. Und dann kann ich mir hier gleich einmal die Hautton bearbeiten. So, das mache ich auf einer Ebene. Wenn wir Zeit sparen wollen. So. Und ich würde das Ganze eben nur anwenden auf Bereichen, die ich auch bearbeiten möchte. Das heißt, ich spare mir die Augen aus. Die haben wir ja vorher schon bearbeitet. Und Augenbrauen und die Lippen. So. Ja, da kann man noch ein bisschen nacharbeiten. So. Passt. Hätten wir wieder. Gut. Zum Schluss möchte ich noch ein Dodge and Burn machen. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach Dodge, Luminanzbereich, Maske anzeigen, den Radius ein bisschen erhöhen. Und ich möchte nicht alles haben, sondern nur kleine Parts. Gut, zuweisen. Jetzt gehe ich in meinen Belichtungstab rein, erhöhe ein bisschen die Helligkeit. Nur ein kleines Stück. Und dann mache ich das Ganze mit einer weiteren Ebene, die nenne ich jetzt einfach Burn. Luminanzbereich, Maske anzeigen. So, jetzt gehen wir so weit zurück, wenn wir es brauchen. Hoppala. Gut, zuweisen. Und da gehe ich mit der Helligkeit ein bisschen runter. Gut. Schauen wir uns das Ganze in vorher nachher an. Hier. Vorher, nachher. Wenn wir jetzt noch ein bisschen hier reingehen. Langsam. Vorher. Nachher. Das heißt also, in Capture One kann man schon sehr viel machen. Das Einzige, was mir eigentlich nur fehlen würde, wäre jetzt so Mikro-Dodge and Burn, also so lokal irgendwo was verändern, beziehungsweise was würde mir noch fehlen? Ja, das wäre so ein Bereich, was mir zusagen würde, beziehungsweise dass ich von anderen Bildern vielleicht noch was einfügen könnte, aber dann wäre es ja eigentlich schon kein Rock-Converter mehr. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal für die Benachrichtigungen von weiteren Videos und drückt auch auf die Glocke, damit ihr auch kein Video verpasst.
In den Links unten in der Videobeschreibung habt ihr den Link zu meiner Facebook-Gruppe Capture One Like a Boss, zu meinem Telegram-Kanal und auch zu meinem Instagram-Account. Zusätzlich habt ihr dann noch die aktuellen Kampagnen immer in meiner Videobeschreibung drinnen, die Capture One gerade so raushaut. Und ja, da könnt ihr auch wieder gutes Geld sparen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis dahin dann. Ciao Leute!